Hallo und viele Grüße aus der neuen Welt. Ich bin's, Thomas von TomTeTom Games. Und das hier ist die dritte Folge des Let's Play zu Sid Meier's Colonization. Wir spielen hier als die Grande Nation, als Franzosen. In der zweiten Folge habe ich meine zweite Kolonie gegründet, Neu-Lyon, nachdem wir Neu-Paris schon hatten. Und ja, wir wollen natürlich jetzt weiterspielen. Wir schreiben schon das Jahr 1537. Gold ist gerade wieder etwas knapp, denn ich habe ja ein Handelsschiff gekauft, um die, vor allen Dingen die ganzen neuen Siedler rüber schaffen zu können, auch um überhaupt mal mehr transportieren zu können, denn die Karavelle, wir haben zwei Stück davon, die fasst ja leider nur, also hat nur zwei Frachträume, und das heißt, man kann nur zwei verschiedene Sachen transportieren. Ja. Die Schiffe sind auch gerade alle irgendwie unterwegs. In Kürze werden also hier viele Schiffe eintreffen, und dann wird Neu-Lyon wahrscheinlich ziemlich schnell wachsen, denn ich werde dort die ganzen Siedler hinschicken. Um Neu-Lyon herum muss jetzt erstmal noch gepflügt, gerodet und was weiß ich nicht werden. Und dann müssen wir mal schauen, was sich dort gut anbauen lässt noch. Neu-Paris, da mache ich auch jetzt gerade drumherum noch ein bisschen was. Hier wird gerade gerodet und danach werde ich die Straße bauen. Denn wir brauchen ja jetzt auch eine Straße, die von Neu-Paris nach Neu-Lyon führt. Und dafür werde ich auch noch Werkzeuge aus Europa importieren müssen. Dafür brauche ich aber erstmal wieder mehr Geld. Ihr seht, ein Teufelskreis. Außerdem wollte ich ja einen Wagenzug bauen, um mit den Ureinwohnern zu handeln. Die Cherokee hatte ich ja schon kennengelernt, die habe ich entdeckt. Und die waren uns zum Glück freundlich gesonnen. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass wir dort Handel treiben können. Ja. Und dann würde ich sagen, sollte es jetzt auch losgehen. Den Soldaten, ich weiß nicht so recht, was ich mit dem machen soll. Ich weiß auch gerade gar nicht so recht, was hier los ist. Mir passiert nämlich gar nichts. Wer ist denn jetzt gerade aktiv? Hier passiert gar nichts. Ich mache mal Leertaste. Auch nicht. Ha. Ja, unser Speer, der ist ja immer noch schön da unten unterwegs. Ich folge mal dem Gerücht natürlich. Ich bin ja Gerüchten. Wenn wir wieder so einen Jungbrunnen entdecken, das wäre natürlich spitze. So, jetzt haben wir da oben ein Schiff, das in Neu-Lyon angelegt hat. Dem könnten wir bisher nichts wirklich mitgeben. Das lohnt sich also nicht. Das heißt, das schicke ich vielleicht jetzt erst nach, nach Neu-Paris mal. Dann können wir da ein bisschen Ladung aufnehmen. Und der sollte jetzt hier oben erstmal das eigentliche Stadtfeld noch roden. Das erhöht dann nämlich die Grundproduktion, die das Stadtfeld schon hat. So, der Preis für Mäntel, der bewegt sich ja ständig auf und ab, muss ich sagen. Eine neue Ladung Felle liegt in Neu-Paris bereit, Eure Exzellenz. Neu-Paris hat seine Lagerkapazität für Felle 100 erreicht. Daher sollten wir dort vielleicht ein größeres Lagerhaus bauen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ja. Er nervt aber auch. Also wir bekommen viel Hilfestellung, das finde ich gut. Aber manchmal ist es vielleicht sogar schon fast einen Ticken zu viel. Jetzt haben wir hier die 100 Felle, aber kein Schiff. Wir könnten aber einfach unseren Fellmenschen hier mal darum bitten, einfach mit in die Mantelproduktion einzusteigen für ein, zwei Runden. Dann arbeiten wir die relativ flott wahrscheinlich auch wieder ab. Ist jetzt auch blöd. Vielleicht nehme ich dann die Nahrungsmittel mit. Nach La Rochelle. Denn ich möchte jetzt ja nicht, wenn ich die jetzt mitnehme, dann habe ich wieder nichts davon. Schwierig. Was kann ich noch machen? Da oben ist der Soldat. Ehrlich gesagt müsste ich den vielleicht mal mit was anderem ausrüsten. Gerade kann ich ja die Soldaten gar nicht so unbedingt gebrauchen. Aber vielleicht lasse ich ihn auch einfach umherziehen, und wenn ich noch ein paar Pferde besorge, kann ich den ja auch zu einem die Entdeckung des Pazifiks. Ach, ich bin am anderen Ende. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Am anderen Ende, wenn man das so sagen kann. Zack, so, da ist die Karavelle jetzt in Neu-Paris angekommen. Und die könnten wir jetzt mal beladen. Okay, das ist gut. Oh, jetzt sind die ganzen Schiffe da.
Das Schulhaus ist fertig. Ja. Super, da ist das Schulhaus jetzt. Ach. Farmer. Also, ich weiß auch nicht. Man klickt schon mal so ein bisschen blöd hier, ne? So, was? Ein Wagenzug. Da, den wollte ich ja haben. Ein Wagenzug. 40 Hämmer kostet der. Das heißt, wir bauen jetzt den Wagenzug für den Handel. Das ist schon mal eine super Sache. Und dann sehen wir weiter. So, jetzt haben wir das Schiff hier und ich habe 18 Ballen Stoff und 21 Mäntel, die ich jetzt einfach schon mal nach La Rochelle transportiere. Das bringt zumindest ein bisschen was. So, da ist mein Handelsschiff und das bringe ich aber nach Neu-Lyon, denn die möchte ich gerne in Neu-Lyon unterbringen, die ganzen neuen. Ja, den schicken wir mal einfach so weiter. Hier gucke ich mal, wie weit geht das hier noch. Da ist Ende im Gelände. Wunderbar. So, ja, der soll nach La Rochelle, nach Frankreich zurück. Und dann haben wir noch ein Schiff, was wir noch steuern müssen. Ne? Hier haben wir da. Das ist das Handelsschiff. Neu-Lyon. Ach, der, ja, dann passt das. Das darf ein Feld weiter sogar, ne? Das hat 5 Felder. Also 5 Züge. Das ist natürlich klasse. Ja, jetzt habe ich ja sogar da so ein... Ja, mal sehen. Ja, der geht nach da und ich versuche mal da oben den Norden noch ein bisschen weiter zu erforschen, während hier der berittene Speer im Süden unterwegs ist. Die Schiffe kommen jetzt in Neu-Lyon an. Und damit wächst die Stadt jetzt natürlich drastisch. Sieht man ja, jetzt stehen ja die 5 vor der Tür rum. Der arbeitet ja sowieso. Den Farmer, ja, was mache ich jetzt hier? Das ist ja eine gute Frage. Ich könnte es natürlich jetzt mal hier versuchen, den könnte ich ja tatsächlich mal zu so einem Indianerdorf schicken. Aber von hier oben läuft er natürlich echt eine Ewigkeit. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das so sinnvoll ist. Ja, wir müssen hier ehrlich gesagt ja auch die Produktion anwerfen. Wir brauchen also erstmal Holz. Wir müssen also erstmal einen Holzfäller haben. Hier 6 Nutzholz bitte. Das macht er da oben. Dann können wir hinterher, dann haben wir ja einen Schreiner. Aber wir haben keine... Wo ist denn die Schreinerei? Ach, die ist hier anders. Das ist anders angeordnet. Okay. So, der macht 6 Holz und der macht 6 Hämmer da draus. Das ist natürlich super. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Der nächste, der müsste nämlich schon wieder irgendwie fischern oder so. Das können wir natürlich machen. Nee. Was ist denn mit dem hier? Was ist denn, wenn du Fischer... 5 Nahrungsmittel als Farmer. Und Fische. Geht nicht. Wahrscheinlich, weil ich keine Hafenanlage habe. Genau. Okay, dann macht der mal den Farmer, weil der ja auch Profi-Farmer ist. Und dann hätte ich für die 2 nämlich hier auch schon wieder Luft nach oben. Und jetzt nehme ich dem mal seine Waffen ab und ja, was kann der jetzt machen? Wir haben hier vor allen Dingen Felle. Der könnte also Felle auch noch machen. Zumindest kurzfristig ist das erstmal in Ordnung, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut so. Also haben wir immer noch 2 Lebensmittel Luft sogar. Und hier haben wir natürlich eine super Pelzproduktion jetzt. Was noch nicht so gut ist, ist ehrlich gesagt die Produktion der Freiheitsglocken. Da müssen wir auch dann bald mal mit anfangen, das etwas voranzutreiben. Und schwupp ist Neu-Lyon schon so groß, wie Neu-Paris vorher war. 6 Siedler leben dort schon. Und das könnten jetzt noch mehr werden, denn das nächste Schiff ist ja schon gelandet jetzt gerade. So, hier ziehen wir weiter in den Süden. Pioniere Rodenwald bei Neu-Paris. 20 Nutzholz den Vorräten hinzugefügt. So, als nächstes baut er da jetzt aber eine Straße, glaube ich, oder? Müsste ich mal jetzt gucken. Moment, ich gehe mal auf Neu-Paris erstmal. Da, Neu-Paris. Ah ja, na, das könnte ich auch noch pflügen. Dann könnte ich da Baumwolle noch mehr anbauen, glaube ich. Hinterher mit irgendwem. Sonst ist hier, läuft alles. Mäntel, ja. Mäntelproduktion, Hämmerproduktion.
Wagenzug läuft, alles gut. Was hat es denn mit dem da oben jetzt auf sich? Ach, das ist der Pelzhändler. Ja, das ist natürlich so. Dann kann ich ja den Pelzhändler zum Pelzhändler machen. Was ja sicherlich sinnvoller ist. Der macht so alleine so viel wie die anderen. Und dann könnte ich hier den... Wen habe ich denn denn noch? Der könnte ja wiederum was anderes machen. Tja, was könnte der tun? Dann macht er halt mal den Staatsmann und produziert ein paar Freiheitsglocken. Das ist ja auch nicht schlecht. Und das ist ein Missionar. Weiß ich nicht. Bringt's das? Nee, das bringt's glaube ich nicht. Ich meine, der könnte natürlich... was habe ich denn? Ich habe Waffen, aber kein Werkzeug. Ich muss also mal Werkzeug besorgen. Der kann eigentlich überhaupt nichts, offensichtlich. Der hat nichts, der kann nichts. Was ist nur los mit dem? Wenn ich einen Siedler aus dem mache? Nee, der ist ja... Ah, das ist doch blöd. Ja, jetzt weiß ich nicht so richtig, was soll ich mit dem... Dann macht er eben auch... Ist auch Staatsmann so lange. Ja, jetzt haben wir doch einige Freiheitsglocken, die wir herstellen. Das ist gut. Dann kommen nämlich die schneller in den Kontinentalkongress. Jetzt haben wir natürlich hier die Schiffe liegen und ehrlich gesagt habe ich jetzt zu viele Schiffe. Was machen wir jetzt? Ich glaube, die lasse ich mal einen Moment hier liegen. Ne, ich nehme mal das große Handelsschiff und packe da erstmal die Mäntel rein und dann fahre ich von da mal erstmal nach Neu-Paris mit dem. Aber muss das richtige Schiff nehmen. Ach, das ist erstmal der Siedler. Ja, was mache ich denn mit dem? Wo soll der denn hin? Ich lasse ihn mal nach Neu-Paris laufen. Dann hat er was zu tun. So. Okay, das ist das richtige Schiff. Das soll auch nach Neu-Paris. Da sammle ich nämlich dann noch ein paar von den... Von den Pelzen und Mänteln ein. Dann mache ich noch mal ein bisschen Geld in der alten Welt. Da sind wir auch gerade und verkaufe das erste Mal Stoff. Das bringt richtig Geld. Oh ja. Ne, da hatte ich 18 Stoff und das bringt schon 214 Gold. Und jetzt noch die Mäntel dazu. Nochmal 167 Gold nach Steuern alles hier. Habe ich schon wieder 490 Gold zusammen. Und jetzt wollte ich ja Werkzeuge mitnehmen. Um mal mit der Pioniere auch mit auszu... Ich nehme mal 200 mit, ehrlich gesagt. So, ja, habe ich schon wieder nur noch 90. Das ist natürlich nicht so die Welt. Jetzt versuche ich mit dem nächsten Schiff so viel Geld zu machen, dass ich mir dann hier wieder neue Rekruten besorgen kann. Ich hätte auf jeden Fall jetzt genug Werkzeug, um auch wieder mehrere neue Orte zu gründen. Auch das ist ja wichtig. Das Schiff lassen wir mal momentan liegen jetzt. Das brauchen wir gerade nicht. Stattdessen ziehe ich hier mit meinem Soldaten weiter und hier mit meinem Speer ein bisschen... Jetzt die Küste entlang, da ist mal wieder was zur Erforschung und der soll jetzt hier... Ah, der hat nämlich bald keine Werkzeuge mehr. 20 Werkzeuge hat er schon nur noch. So, jetzt pflügt er da noch das Feld. Dann habe ich da, glaube ich, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und der Pionier bei Neu-Lyon, der hat auch das fertig gemacht. Jetzt können wir da mal eben gucken. Ja. Ich wollte da oben schauen. Ah, Stoff ist gefallen, Mäntel ist gefallen. Ja, ja klar, da habe ich auch einiges hingeschickt. So, hier sind die Fälle ausgegangen in Neu-Lyon. 6 und... Ah, okay, ja, jetzt habe ich das... Ja, hätte ich besser nicht gerodet. Ja, so sieht das aus, wenn man es falsch macht. Gut, jetzt habe ich da überhaupt gar keine Möglichkeit mehr mit den Fällen. Das ist doof gelaufen. Stattdessen habe ich jetzt Erz. Und was kann ich mit Erz machen? 3 Tonnen Erz. Was macht man mit Erz? Schmieden vielleicht? Ja, da kann ich jetzt meine eigenen Werkzeuge machen. Das ist eine Möglichkeit. Der bringt mir aber nicht genug Geld. Weiß ich auch nicht, was ich damit soll. Was kann man noch machen? Ich weiß es nicht. Der kann da eigentlich überhaupt nichts machen. Was habe ich da für einen blöden Ort eigentlich mir an den Start gebracht? War vielleicht nicht so richtig gut. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Fälle sind auch jetzt gar nicht mehr drin, ja? Ist das nur, weil ich das da... Hier ist ja... Gibt es denn kein anderes Feld, wo man... Ja, dann baue ich eine Hafenanlage mal. Ja, Hafenanlage bin ich sowieso dabei. Ja, was soll ich machen? Ich lasse den jetzt... Dann lasse ich den Fellhändler... so lange mal... das machen, was er da macht. Und dann gucken wir mal. Okay. Schauen wir dann weiter. So, das Schiff sollte liegen bleiben. Der geht weiter hier gen Norden. Der versucht diesem Gerücht auf die Spur zu kommen. Der Siedler ist dahin unterwegs. Der Pionier ist dort oben fertig. Und das war jetzt ja nicht so richtig gut. Naja. Ah, hier gibt es schon eine Straße. Okay. Tatsächlich gehe ich jetzt nach hier, wo da baue ich jetzt da eine Straße. Und jetzt müssen wir hier mal schauen. Das Schiff hatte da ja schon angelegt. Hier haben wir die Mäntel schon an Bord. Wir packen noch ein paar Mäntel dazu. So. Und wir packen ein bisschen Stoff dazu. Jetzt müssen wir nämlich mal schauen, dass wir doch ein bisschen Geld einnehmen. Auf der nächsten Route. Jetzt haben wir mal wieder keine Mäntel. Ach so. Ah, ja, ja, ich arbeite hier ja komplett auf Pump sozusagen. Dann lassen wir das Schiff vielleicht noch einen Moment hier liegen. Ich kann aber mal Nahrung mitnehmen. Ist auch nicht schlecht. Wir lassen aber das Handelsschiff mal noch einen Zug hier liegen. Dann haben wir noch ein paar Felle mehr. Ein paar Mäntel mehr. Das wäre auch ganz in Ordnung. So, da oben kommt jetzt der Siedler runter. Den möchte ich ja dann... Oh, England und Spanien haben sich den Krieg erklärt. Der Preis für Zucker in La Rochelle ist auf 5 gestiegen. Der Preis für Zigarren in La Rochelle ist auf 13. Oh. Tabak. Tabak wäre doch was. Ja, ich habe ehrlich gesagt, also ich würde sagen, ich habe jetzt gerade zu viele. Sie finden nichts als Gerüchte. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen hier Richtung Norden, um nochmal irgendwie einen Ort in der Nähe zu gründen. So, der Pionier, der sollte hier eine Straße bauen, bitte. Und, das ist das Handelsschiff, da lade ich jetzt nochmal was drauf. Was in der Zwischenzeit hergestellt wurde. Nochmal 6 Mäntel und 3-mal Stoff. Nahrungsvorräte haben wir ja im Prinzip keine. Ich kann aber hier den Rest der Baumwolle mitnehmen. Und dann schicke ich das Schiff doch nochmal zurück nach La Rochelle. Da haben wir einiges an Bord. Da werden wir ein bisschen Geld mit verdienen. Dann kann ich mir nochmal neue Leute rekrutieren auch. Wobei ich ja im Moment schon nicht so richtig weiß, wohin damit. Aber ich würde einfach dann nochmal eine neue Stadt gründen natürlich. Ich hätte eigentlich das Schiff jetzt benutzen sollen hier, um mal noch ein bisschen zu erkunden, ne? Da sind wir, da ist er in Neu-Paris angekommen. So, da kommen die Werkzeuge, die bringen wir erstmal nach Neu-Paris. Dann kann ich da, ja, jetzt könnte ich die eigentlich den direkt da ausbilden. Schaue ich mir mal an jetzt. Ja, erstmal handeln wir. Also, erstmal Mäntel. Zack, 300. Stoff, 179. Essen, 157. Und... 44, das hat sich doch gelohnt. Da haben wir 800 Gold mal eben gemacht. Jetzt hatte ich gesagt, es wäre nochmal ganz gut, wenn ich vielleicht Pferde hätte. Ja, die Nachfrage hat es geregelt. Und dann können wir vielleicht nochmal jemanden rekrutieren. Nochmal ein Meisterschreiner ist eigentlich immer ganz sinnvoll. Und dann können wir das Schiff schon losschicken. Segel setzen in die neue Welt. Wie viel Geld habe ich denn noch? Keine Veränderung. Wenn ich den direkt zum Pionier mache, dann könnte ich den sogar direkt eine neue Stadt gründen lassen. Ja. Nein. Ah, da. Mit Werkzeugen ausrüsten. 200 kostet das. Okay. Der ist aber weiterhin Meisterschreiner. Das ist das Wichtige daran. Jetzt ist er zwar Pionier, weil er einfach Werkzeuge in der Hand hat, ist aber weiter Meisterschreiner. Und das heißt, ich kann den später ja dann auch immer wieder so einsetzen, wie ich das wollte. So, jetzt habe ich meinen Wagenzug fertig. Das ist natürlich sehr erfreulich. Und in den Wagenzug, da kann ich jetzt Sachen reinpacken. Ich weiß gar nicht, was die Indianer möchten, ehrlich gesagt. Da
Deshalb packe ich mal ein paar Mäntel da rein. Und ein bisschen Stoff. Und sag dann mal, dass ich was anderes bauen möchte. Und zwar würde ich gerne das... Was haben wir denn? Eine Kirche? Nee. Also hier könnten wir auch die Hafenanlage bauen, denn dann könnten wir hier das für die Fischerei nutzen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, und jetzt möchte ich, dass der Wagen gleich mal loszieht. Jetzt benutze ich, glaube ich, hier oben das Schiff doch mal, um noch ein bisschen Erkundung durchzuführen, um hier mal zu gucken, wie das hier zu kartografieren ist. So, hier unten nämlich auch. Ist das da der Golf von Mexiko oder so? Ich habe keine Ahnung. Unser Pionier ist auf den Status eines Siedlers zurückgefallen, nachdem er alle Werkzeuge benutzt hat. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Wir haben auch noch gar keine Werkzeuge. Das heißt, der kann... Das sind zwei Pioniere dann gleich, die ich zur Verfügung habe. Nämlich jetzt, wo das Werkzeug da ist. Da geht's... Der Wagenzug, der soll jetzt mal zu den Cherokee runter. Oh, was ist denn jetzt los? Ist ja nur einen Zug. Da stand doch zwei Züge. Wahrscheinlich, weil es keine Straße gibt. Werkzeug, okay. Preise gestiegen. So, das ist mein Kartografie-Schiff sozusagen, mit dem ich jetzt erstmal hier die Umrundung mache. So, mit dir kann ich auch nichts anfangen. Jetzt kannst du wieder nach unten, nach Süden, Entschuldigung. Und du gehst auch mal zur Stadt zurück. Und jetzt können wir das mal schauen. Wie machen wir das denn? Nummer zwei. Zwei, die wir wieder zu Pionieren machen könnten, wenn wir hier die Werkzeuge rausnehmen. Einmal Werkzeuge. Und da rüsten wir mindestens einen damit erstmal aus. Da, Pionier. Zack. Der andere, den machen wir auch zum Pionier. Oder wir machen den jetzt zum Baumwollfarmer. Aber im Prinzip komme ich ja so schon... ich habe ja genug davon, ne? Das muss man auch mal so sehen. Was können wir noch machen? Wir könnten eine Hämmer produzieren. Was haben wir dann? Da fehlt uns ein Holz. Aber wir haben 82 auf Lager. Wir können also 82 Jahre lang das so durchziehen. Dann mache ich das, glaube ich, erstmal so. Aber er produziert jetzt dafür auch 9 Hämmer. Da können wir natürlich alles sehr schnell mit herstellen erstmal. Dann ist die Hafenanlage bald fertig. Kann ich da vielleicht nochmal Fischerei machen? Oh, wir haben aber zu wenig Essen. Keine gute Idee. Dann machen wir den doch wieder zum... machen wir den doch wieder zum Pionier. Was könnte der denn noch machen? Der könnte hier noch roden. Rechts oben roden. Pionier. Achso. Muss erst das Werkzeug ausladen. Und dann kann ich den zum Pionier machen auch. Zack, Pionier. Jetzt habe ich zwei Pioniere. Das Schiff lasse ich, glaube ich, jetzt erstmal auch hier liegen kurz. Gleich kommt ja noch das Handelsschiff auch. Und die, der schafft jetzt immer nur einen Zug. Boah, es dauert ewig, bis er bei den Indianern ist. Wenn man in dem Tempo gehandelt hat damals, dann, schwarz gesehen. So. Ah, da ist er. Das Handelsschiff, das sollte ja direkt eine neue Kolonie irgendwo gründen. Da muss ich also jetzt gleich auch mal schauen, wo das gut sein könnte. Hier suchen wir mal weiter so die Grenzen ab. Wahrscheinlich finde ich dann auch bald die anderen. So, du wartest noch einen Zug mal mindestens. Und du hast jetzt eine Straße gebaut und jetzt bauen wir nämlich die Straße darunter, um möglichst schnell hin und her reisen zu können. So, da sind die Pferde drin. Ja, wo... Nee, den wollte ich ja für einen neuen Ort. Tja. Irgendwo hier unten, ne? Da sind die Indianer. Okay. Ach, das dauert. Was das wieder dauert. So, ich wollte hier roden.
Und Roden ohne Straße bauen. Mal sehen. Die Holländer und die Engländer haben einander den Krieg erklärt. Eieiei. Hinterher macht mein König noch irgendeinen Blödsinn. Ah, ich habe schon eine Idee, wo ich da hingehen könnte. So, die Hafenanlage ist fertig. Das heißt, jetzt könnte ich auch Fischerei betreiben. Juhu! Was können wir jetzt als nächstes hier mal herstellen? Ein Trockendock, dann könnte ich selbst Schiffe bauen, aber Schiffe habe ich eigentlich im Moment ehrlich gesagt genug. Erz, ein Sägewerk, was gibt es hier noch so? Ich denke, wir machen mal die Einfädelung erstmal, dann haben wir nämlich ein bisschen Abwehr. Hier läuft sonst alles gut. Wir bauen Freiheitsglocken, auch das ist erfreulich. Hier oben haben wir unser Schiff, das hier jetzt so eine kleine Umrundung mal durchzieht. Und hier haben wir unseren Soldaten, der irgendwie irgendwo herläuft, wo sowieso schon alle wissen. Der könnte ja die Pferde, ehrlich gesagt, gut gebrauchen, die ich jetzt auf dem anderen Schiff habe. Mal sehen. Könnte ich ja vielleicht an... Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Naja. Hier ist nochmal die Karavelle. Die bleibt da erstmal liegen vor Ort. Und genau, du sollst da Straße bauen, bitte. Ach ja, ich hatte ja gesagt, also ich möchte jetzt hier unterhalb von dem Dorf von den Indianern was machen, gerne. Nicht so super nah, vielleicht in dieser, ich nenne es mal hier diese Kurve. Hier, ah, da ist auch ein Indianerdorf. Ah. Ja, weiß ich nicht, ob das so ideal ist. Also zu nah bei den Indianern ist auch nicht gut. Erstmal kann man die Felder dann nicht benutzen. Und zum anderen ist natürlich immer die Gefahr da, dass man sich vielleicht doch nicht so gut versteht. So, jetzt mache ich auf dem Feld beides gleichzeitig. Einmal Wald roden, einmal Straße bauen. Und dann haben wir sehr bald die beiden Orte mit einer Straße verbunden. Was eben das Reisen dazwischen super macht. Dann ist alles sehr viel schneller. Dann kann man auch auf dem Landweg relativ schnell Sachen dort gut transportieren. So, hier unten gibt es nochmal Erz. Und jetzt können wir mal schauen, ob wir nicht doch nochmal nach Europa rüber können. Was haben wir denn? Wir haben 24 Mäntel, das ist so nochmal ein bisschen Geld. Und wir haben nochmal 12 mal Stoff. Ja, das ist alles nicht so bombastisch. Wir können also vielleicht mal irgendwas tun, um hier die Produktion ein bisschen zu erhöhen. Ja, was soll ich sagen? Aber wir fahren einfach mal rüber nach La Rochelle und gucken, was da so los ist. Jetzt waren wir ja so lange nicht mehr in der alten Heimat. Das können wir also gut nochmal machen. Vielleicht ist das an Land gehen. Da eine Möglichkeit, eine Stadt zu gründen. Das könnte gehen. So. Ah, Betreten eines Indianerdorfes. Ihre Expedition hat ein Dorf der Cherokee erreicht. Die Einwohner arbeiten friedlich auf den umliegenden Feldern. Glücklich winken sie ihnen zu. Mit dem Dorf handeln. Welche Waren sollen sie... 12 Mäntel. Wir haben genug Mäntel und brauchen im Moment nicht mehr davon. Kommt wieder, wenn ihr etwas anderes anzubieten habt. Wir brauchen Tabak und Handelswaren. Selbst Rum würden wir dankbar annehmen. Tabak. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Also, kann ich jetzt nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier die Pferde noch, aber ich mache jetzt einfach hier mal eben die neue Stadt. Den möchte ich gerne haben. Hallo? Aktivieren! Also, das Schiff soll nichts machen. Aber der Pionier, der soll da was tun. Indianer kommen. Französische Gründerväter geben bekannt, dass Hernando Cortés dem Kontinentalkongress beigetreten ist. Oh, dann habe ich jetzt das Schiff. Jetzt brauche ich das gar nicht mehr. Da ist er. Ja, der ist natürlich auch echt. Das ist, ich glaube, das Schwert soll auch blutig sein hier. Nicht ohne Grund. Naja. Ja, das hatten wir uns ja in der letzten Folge schon angeguckt. Also das ist der Vorteil, den ich sozusagen durch ihn habe. Alle eroberten Siedlungen der Ureinwohner werfen mir Schätze ab und ich erhalte eine Galeone. Das ist natürlich erfreulich, dass ich jetzt eine Galeone habe. So, was möchte ich denn? Was bringt mir denn der... Ach, jetzt habe ich den ausgewählt. Naja.
nicht immer funktioniert hier alles so intuitiv, wie man sich das heute vorstellt. Das ist eben ein Problem, ne? Usability war damals einfach anders. Heute hat man sich an vielen Stellen ja auf bestimmte Methoden, sage ich jetzt mal, geeinigt, ne? Wie etwas funktionieren sollte in der Steuerung. So, Neu-Paris. Schicken wir da die Pferde mal eben hin. Die können wir da vielleicht ganz gut gebrauchen. Und der sollte da jetzt bitte ein... Ah, das ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, das ist falsch, das da zu machen. Kann ich es noch rückgängig machen? Ja. Also, 9 Felder ist ja um jedes Dorf rum. Und jetzt sieht man schon, wenn ich hier nämlich mein neues Dorf gründe, dann habe ich nicht genug Platz, weil das Indianerdorf zu nah ist. Dann haben wir Überschneidungen an 3 Feldern. Das ist eigentlich ziemlicher Mist, was ich da mache. Ich mach's trotzdem mal. Ich möchte da unten gerne einen Ort bauen. Neu-Dijon. Neu-Dijon. Ja, und hier... Oh, gar nicht gut. An das obere habe ich gar nicht gedacht. Das ist also noch schlimmer eigentlich. Ich kann hier gar nichts machen, ne? Ja, ja, gut, aber Fälle machen wir da natürlich auf jeden Fall genügend. Also ich meine, wir können einfach eine sehr kleine Stadt hier machen. Ja, ob das so richtig sinnvoll ist, weiß ich nicht. Fälle, Essen, wir können noch einen zweiten dahin schicken. Wenn wir da jetzt einen Meister-Fellhändler hinschicken, dann machen wir da auf jeden Fall genügend Fälle. Aber es ist halt einfach eine winzige Stadt und das bringt es auch nicht so wirklich. Ja, was machen wir mit dem? Den schicken wir zurück nach Neu-Paris. Und dann schauen wir mal, was hier oben noch läuft. Und dann ist unsere Zeit auch schon wieder zu Ende. Wir schreiben das Jahr 1551 inzwischen. Ich bin gespannt. Eigentlich wollten die ja, dass ich gehe. Oh. Holländer. Ey. Ja, mit denen will ich eigentlich ja nichts zu tun haben. Ich wollte ganz in Ruhe hier auf meiner Map spielen. Ach, dass immer diese anderen Europäer auch da sind. Ach, der ist so langsam. Er ist so fürchterlich ohne Pferde. So, da gehen wir mal in Richtung, in diese Richtung. Gut. Was soll ich sagen? Ich packe, glaube ich, noch ein Schiff voll. Der Stamm der Cherokee freut sich über die Fortschritte seiner Nachbarn in Neu-Dijon. Wir sind gekommen, um euch 6 Tabak als Pfand für den ewigen Frieden zwischen unseren Völkern anzubieten. Das ist ja nur wiederum nett. Jetzt kommen aber, wie gesagt, hier die anderen. Ah, England und Spanien haben wieder Frieden geschlossen. Und ich bin mit meiner Karavelle in La Rochelle. Zack. Ja, was mache ich? Rekrutiere ich. Ich habe 500... verdingter Knecht ist auch alles nicht so mega gut, ne? Aber ich nehme mal einen verdingten Knecht mit und einmal Werkzeug nochmal. Werkzeug kann man im Moment nicht genug haben, aus meiner Sicht. Zack, den schicken wir noch los. Ab in die neue Welt. Jawohl. Ausbilden hätte ich vielleicht besser gemacht. Hätte mir besser einen... Die Mitgliedschaft bei den Söhnen der Freiheit in Neu-Lyon ist auf 10% gestiegen, Exzellenz. Je mehr Freiheitsglocken unsere Staatsmänner produzieren, desto schneller steigt sie. Aber das gucken wir uns mal an hier. Ah, sehr gut. Ja, 10%. Also das heißt, hier sieht man jetzt auch, da ist jetzt einer rübergewechselt sozusagen in das Lager derjenigen, die sich von der Krone absetzen wollen, ne? Lossagen wollen. Und wir produzieren Werkzeug hier. Haben wir schon 10 Züge hinter uns. Der schmiedet hier schön. Tatsächlich wäre der aber wahrscheinlich unten in Neu-Dijon ganz gut aufgehoben, weil das nämlich ein Meister-Pelzhändler ist. Und das hier natürlich mal wieder totaler Blödsinn ist, dass wir den jetzt da arbeiten lassen. Aber gut. Ich wollte ja hier jetzt eigentlich diese Folge mal beenden. Das ist unser Expeditionsschiff, aber dazu in der nächsten Folge dann mehr. Das war die 3. Folge hier.
Zu Sid Meiers Colonization, ja, wir haben schon einiges geschafft. Wir haben jetzt die dritte Siedlung, war nicht ideal gelegen vielleicht. Dafür haben wir aber sehr viel Indianerkontakt und das wollten wir ja eigentlich auch haben, denn das ist ja eine unserer Stärken, die Kooperation und der Handel. Nur habe ich bisher nichts, was ich mit ihnen handeln kann, denn die Cherokee interessieren sich zum Beispiel mehr für Tabak, weil sie wahrscheinlich selbst genügend Felle haben. Wir sind ja hier in einer Gegend, wo es viele Felle gibt. Ja, in der vierten Folge müssen wir also sehen, wie es damit weitergeht. Bis dahin hoffe ich, ihr bleibt gesund. Es gefällt euch hoffentlich diese neue Reihe zu Sid Meiers Colonization aus dem Jahr 1994. Ja, und dann sage ich mal bis bald. Euer Thomas von Tom2Tom Games. Ciao.